In diesem Video möchte ich euch anhand von ein paar Beispielen zeigen, was man machen muss, um Reaktionsgleichungen auszugleichen. Die Beispiele, die ich hier bespreche, sind alle noch recht einfach. Für den zweiten Teil der Aufgaben, die ihr dann später bekommt, gibt es noch ein weiteres Video, wo dann erklärt wird, wie man bei komplizierteren Reaktionen vorgehen kann. Zunächst mal hier haben wir eine einfache Reaktion, und zwar reagiert hier Kalium mit Schwefel zu K2S. Das ist ja, wenn man den Namen entsprechend bestimmt, also Dikaliumsulfid. Schauen wir mal, ob die Reaktionsgleichung schon richtig ist. Es kann teilweise vorkommen, dass diese Reaktionsgleichung, wenn man einfach die Stoffe aufschreibt, dass sie schon stimmen und man gar nicht so viel anpassen muss. Aber es ist eben nicht immer der Fall. Dazu zähle ich mal, wie viele Kaliumatome es gibt. Auf der linken Seite haben wir hier 1 und auf der rechten Seite 2 Stück. Das heißt, wir haben schon einen Fehler. Schwefel, links ein Atom, rechts auch ein Atom. So, das bedeutet, dass also ein Fehler hier drin ist. Diese Anzahl stimmt nicht, es ist also nicht ausgeglichen. So, was kann ich jetzt machen? Ihr solltet schon verstanden haben, dass ich eins nicht machen darf, nicht also einfach hier zum Beispiel sagen, naja, das Einzige, was ja falsch ist, ist hier die Anzahl der Kaliumatome, streiche ich doch das einfach weg. Nein, das darf ich eben nicht machen, weil dann hätte ich ja einen anderen Stoff. Dann hätte ich nicht mehr das Dikaliumsulfid, sondern das Kaliumsulfid. Und das ist eben ein anderer Stoff, den es auch gar nicht gibt. Das heißt, ich muss also etwas anders machen. Und zwar muss ich eben stöchiometrische Faktoren ergänzen, damit ich auf die richtige Anzahl komme. Das Einzige, was ja hier falsch ist, ist ist die Anzahl der Kaliumatome. Hier sind 2 und hier 1, also muss ich im Prinzip hier die doppelte Menge nehmen, damit es stimmt. Und das lässt sich bei dem hier auch ganz einfach machen. Ich setze eine 2 davor. Das heißt, ich habe 2 mal also dieses eine Atom und dann kommt da eben auch 2 raus. So, bei den anderen muss ich nichts dazu schreiben. Ich könnte natürlich eine 1 hinschreiben und auch hier eine 1, aber das muss man nicht unbedingt machen, denn wenn nichts dasteht, ist das auch einmal. Ja, das war jetzt ein ganz einfaches Beispiel, das solltet ihr im Prinzip auch, denke ich, ohne meine Hilfe hätte machen können. Nun zum zweiten Beispiel. Ich habe hier eine Reaktion von Kupfer mit Sauerstoff zu Dikupferoxid. Zunächst mal wird sich vielleicht der ein oder andere fragen, warum habe ich denn hier O2? Warum schreibe ich nicht einfach O für Sauerstoff? Dazu muss man wissen, dass alle Gase, wie zum Beispiel Sauerstoff, auch Stickstoff, das elementare Gas, auch Chlor ist ja ein Gas und auch Brom und Jod, dass diese ganzen gasförmigen Stoffe immer als Moleküle vorkommen, als Teilchen, die aus 2 Atomen zusammengesetzt sind. Das ist eine Tatsache, die ich eben bedenken muss bei diesen Reaktionen. Auch hier gilt, wenn ich das so hinschreibe, darf ich es nicht einfach verändern. So, gucken wir mal wieder. Erste Sache, die wir machen, wir schreiben uns auf, wie viel habe ich von jeder Sorte da. Hier habe ich momentan ein Kupferatom. Auf der rechten Seite habe ich 2 Stück, also ein Fehler. Und Sauerstoff, links 2, rechts ein Atom. Also beides falsch. Vielleicht nochmal nebenbei eine kleine Anmerkung, weil einige, wenn ihr jetzt ebenso oder ähnliche Aufgaben bearbeitet, werden sich denken, aber warum schreibt man das denn auf? Das ist doch viel zu aufwendig. Bei solchen Zahlen kann man das doch leicht überblicken. Das stimmt im Prinzip auch. Bei diesen ganz einfachen Aufgaben muss ich nicht unbedingt das Ganze aufschreiben. Ist natürlich sehr aufwendig. Ich mache es hier natürlich, damit ihr
es besser erkennen könnt, was ich mache bei dem Ganzen. Okay, wir haben also zwei Fehler. Das Kupfer, das stimmt nicht. Ich habe rechts mehr Kupferatome als links und umgekehrt beim Sauerstoff, da habe ich links zwei Kupferatome und rechts nur eins. Ja, was mache ich? Wenn hier, ja, fangen wir vielleicht oben an. Beim Kupfer habe ich hier zu wenig, dann könnte ich natürlich das Ganze verdoppeln, nämlich eine 2 vorne dran. Das würde dann passen mit der Anzahl der Kupferatome, aber der Sauerstoff stimmt immer noch nicht. Wie kann ich den Sauerstoff ausgleichen? Wir denken das jetzt mal also unabhängig nur vom Kupfer. Ich könnte, wie gesagt, den Kupfer ausgleichen, das Kupfer ausgleichen, indem ich eine 2 davor setze. Gucken wir jetzt mal also nur nach dem Sauerstoff. Wie gleiche ich das aus? Hier sind es ja zwei Stück und rechts eine. Das heißt, ich müsste das Ganze verdoppeln, damit ich auf die zwei Sauerstoffatome komme. Und wer das jetzt so ein bisschen überblickt, der wird sicherlich erkennen, dass wenn ich hier zwei von diesen Teilchen habe, von dieser Verbindung, dann wird sich natürlich auch die Anzahl der Kupferatome verändern. Das heißt, ich muss hier im Prinzip aufpassen, dass ich nicht nur auf eines von diesen beiden Stoffen gucke, sondern ich muss immer gleich auf beides schauen. Also machen wir das mal nacheinander. Nehmen wir mal an, wir würden hier vorne eine 2 ergänzen. Dann hätte ich ja hier eine 2 und dann wäre das in Ordnung. Ist es aber noch nicht insgesamt, weil beim Sauerstoff ist ja noch ein Fehler. Und dann müsste ich hier das Ganze verdoppeln. Ich nehme mal eine andere Farbe, um das zu verdeutlichen, damit ich eben auf zwei Sauerstoffatome komme. Das wäre also quasi eine 2 hier vorne dran. Denkt daran, nur vorne dran dürfen Zahlen ergänzt werden. Ich darf nicht einfach hier eine 2 eintragen. Das wäre falsch, denn dann hätte ich einen anderen Stoff. So, jetzt ist es natürlich beim Sauerstoff richtig, aber durch meine 2 hier vorne habe ich auch eine Auswirkung auf die Anzahl der Kupferatome. Das sind nämlich 4. Und damit stimmt das, was ich hier vorne gemacht habe, nicht mehr. Das heißt, ich habe im Prinzip das Pech gehabt, dass ich mit dem Kupfer jetzt angefangen habe, denn dadurch habe ich da eine 2 hingeschrieben, die mir aber gar nicht ausgereicht hat. Also lösche ich sie nochmal und ersetze sie durch eine 4, denn dann habe ich ja 4 von den Kupferatomen und damit ist das Ganze auch wieder ausgeglichen. Also 4 Kupferatome, 4 Kupferatome, 2 Sauerstoff, 2 Sauerstoff. So, ich hoffe, die Farben helfen dann ein bisschen, sich zu orientieren. So, nun ein drittes Beispiel. Auch hier werden wir gleich zählen, wie viele Atome wir haben und dann entsprechend nochmal schauen, ob die Anzahl stimmt, beziehungsweise wo wir etwas korrigieren müssen. Das ist ja insofern hilfreich, dass ich sehen muss, wo ich etwas vervielfachen muss, wo ich nicht genügend habe. So, aber vorab nochmal ganz wichtig, ich darf jetzt nicht, wenn ich etwas hier ausgleichen will, das Ganze beliebig an beliebiger Stelle verändern, also nicht irgendwo eine Zahl hinsetzen, sondern immer nur vorne dran, vor die Atome bzw. vor die Moleküle, vor die Verbindung, nur da darf ich Zahlen hinschreiben. Ihr kriegt das von mir ja eventuell noch mit Aufgaben, dass ihr hier vorne dran etwas eintragen müsst. Und das Kästchen sich hier vorzustellen, das ist sicherlich die beste Möglichkeit, nicht den Fehler zu machen, einfach etwas zu in der Formel hineinzuschreiben. So, auch hier wieder zählen wir. Wir fangen einfach von vorne an. Welche Sorten von Atome gibt es? Fe, hier ist es momentan noch ein Atom vom Eisen und vom Eisen auf der rechten Seite gibt es zwei Stück, also ein Fehler. O wie Sauerstoff, links 2, rechts gibt es drei Stück.
Das heißt, auch hier ist ein Fehler. So, allgemeiner Tipp, sucht euch das heraus, was am schwierigsten geht. Und das ist ganz sicherlich, wenn man hier nach den Zahlen schaut, das Ausgleichen vom Sauerstoff, denn 2 und 3 ist etwas anderes, als wenn ich hier einfach eine 2 hinten dran schreibe. Also überlegen wir uns, wie können wir den Sauerstoff ausgleichen. Hiervon habe ich 2 Stück und auf der rechten Seite 3 Stück. Das heißt, hiervon auf der linken Seite brauche ich 3 und auf der rechten Seite 2. Dann habe ich nämlich beides mal 6 Stück. So, jetzt habe ich vergessen, das links zu notieren. Ich schreibe es einfach einmal hin. Das macht zusammen auch 6. Und hier kommt also die 3 hin. So, und jetzt muss ich nochmal zählen, denn die 2 hier hat ja auch eine Auswirkung auf die Anzahl der Eisenatome. Also nochmal mal 2 gibt 4. Und damit das stimmt, muss ich dementsprechend auch hier entsprechend das korrigieren. Zum Beispiel, indem ich also mal 4 rechne. Kann man hoffentlich einigermaßen erkennen. Ich brauche also 4 Stück davon. So, und damit ist die Reaktion ausgeglichen. Ich habe überall 4 Eisenatome. Zum Abschluss noch einen wichtigen Rat. Schreibt es ruhig bei diesen Aufgaben mal auf. Mindestens mal eine neue Reaktionsgleichung solltet ihr selber so bearbeiten, wobei die einfachsten also wirklich so einfach sind, dass man eigentlich keinen Fehler machen kann. Aber spätestens, wenn die Reaktionsgleichungen etwas schwerer sind, sodass man also nicht sofort erkennt, was man machen muss, solltet ihr euch das hier so aufschreiben, damit ihr eben besser erkennt, was zu tun ist. Und wenn ihr noch Farben verwendet, könnt ihr also noch besser die Zusammenhänge erkennen, auf was ihr achten müsst. Die Reihenfolge, mit was ihr anfangt, mit welchem Element, darauf kommt es nicht so drauf an. Es kann sein, dass man vielleicht eventuell nochmal etwas nachändern muss. Wenn ich zum Beispiel eben hier mit dem Eisen direkt anfange, dann würde ich mir ja zuerst sagen, okay, hier sind 2 Atome und da ist ein Atom. Dann würde ich halt da eine 2 hinschreiben. Das wäre aber auch nicht schlimm, wenn ich dann feststelle, dass ich eben doch 4 Eisenatome habe, würde ich einfach nochmal den Faktor 2 zusätzlich dazu schreiben. Und dann hat man eben anstatt wie zuerst 2, dann 2 mal 2, also 4. Die Reihenfolge also ist egal.